Teil. Viele werden fragen, was ist denn Obdachlosenseelsorge? Das ist nicht Obdachlosenarbeit. Also bei uns geht es weniger darum, die Menschen direkt von der Straße zu holen oder Duschen und Kleidung und Essen anzubieten, sondern bei uns geht es mehr darum, den Menschen erfahrbar zu machen, dass sie etwas wert sind. Ich bin überzeugt, die brauchen mindestens so viel Seelsorge wie der andere oder vielleicht noch mehr. Denn wenn einer wohnungslos geworden ist, da ist nicht nur die Wohnung weg oder ist es kein Geld mehr da, sondern sind meistens total die Beziehungen zerbrochen. Also solche Menschen brauchen viel mehr auch Annahme. Es ist oft ganz großer Gesprächsbedarf da. Bisschen polnisch, ne? Schön, was hast du denn hier? Ein bisschen Karneval, oder wie? Nein, das ist Karneval. Nein, das ist aber ein Karnevalsort. Extra als Mensch. Ja, wunderbar. Kann also gut, ne? Gut, sehr gut. Rote. Wenn ich die einzelnen Lebensgeschichten von Einzelnen höre, da bin ich nur tief bewegt und denke, wenn ich all diese Lebensbrüche oder dieses Unglück selber erfahren hätte, wer weiß, wo ich wäre. Also die Menschen sind nicht schlechter als ich, die hatten es nur schlechter in ihrer Lebensgeschichte. Gib uns allen deinen Geist, du gehst nie wieder von uns fort. Gib uns allen deinen Geist. Diese Kirche, diese Gemeinde ist ein Stück für sie zu Hause, hier fühlen die sich wohl. Die sagen, es ist meine Gemeinde, die kommen regelmäßig hierher. Ja, Menschen, die sonst am Rande sind, ein Zuhause zu geben. Einen Ort, wo sie angenommen sind, wo sie so sein können, wie sie sind. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Also ich bin schon überzeugt bei allem, dass das Gute siegen wird, dass Gott der Stärkere ist und dass er uns positiv führt, als auch wenn es oft durchs tiefe Tal geht oder schwierig oder man manchmal denkt, was soll das alles werden? Also ist ein Chaos oder ja, dass am Ende doch was Gutes rauskommt. Unser Gott, hast uns alle in der Hand, lass uns nicht allein.